Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Dragoon mit John McCloud und mir. Hallihallo. Hey ho. Hey ho. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Wir haben hier diesen, hab schon den Namen vergessen, diesen Oberfuzzi hier besiegt. Mit Mühe und Not und mit Ach und Krach. Boah, es lief doch gut. Ja, also es ja, hätte besser laufen können, aber wir haben es geschafft. Chainer haben wir auch befreit. Jawohl. Und jetzt wollen wir mal gucken, was er noch sagt. Bevor wir allerdings weitermachen, möchte ich mich nochmal für das viele Feedback bedanken. Einige nette Tipps sind gekommen von Spyro und auch von... mein Gedächtnis ist so für den Arsch. Pfirsichkrieger. Ne, ich meinte den anderen, den ich eben erwähnt habe. Hast du dir jetzt auch nicht gemerkt, ne? Nö. Aber in Gedanken sind wir bei dir. Jetzt habe ich mich verschluckt. Entschuldigung. Nein, jemand, der erst seit kurzem Kommentare schreibt. Ich habe mir deinen Namen jetzt leider nicht gemerkt. Du hast mir gesagt, dass Blocken auch heilen kann. Das werde ich heute mal nachschauen und werde das auf jeden Fall ausprobieren. Jo, vielen Dank an euch alle auf jeden Fall. Und ja, jetzt wollen wir mal weiterkommen hier, ne? Yes. Ist der unsterblich? Lass uns hier verschwinden, Shiner. Aufs Pferd! Beeilung! Schurke! Pass auf, dass sie nicht entkommen! Auch wenn es euer Leben kosten sollte! Soll er selbst das machen? Ich dachte, wir hätten ihn besiegt. Naja. Zieht die Brücke hoch! Ausbruch aus dem Gefängnis! Labitz! Oh. Eieiei. Episch. Bringt sie zurück! Oder ihr seid tot! Du! Wann hast du dich eigentlich eingeschlichen? Sollen wir das seiner Hoheit Dol mitteilen? Achso, das sagt wer anders. Wartet! Ich werde das Mädchen zurückbringen. Du bist dran. Sonst wärt ihr jetzt schon tot. Du Mistkerl! Verschwinde! Das ist auch egal. Alles läuft, wie ich es geplant habe. Ja. Sie wissen nicht, dass ich sie in der Hand habe. Hm. Wer ist der Typ? Mysteriös. Und wir sind wieder auf der Weltkarte. Oh, interessant, wie man das hier alles verteilen kann. Oh, jetzt kann ich ja sogar hier... Oh, interessant. Okay, aber jetzt möchte ich wieder zurück... Gut, wir sind im Knast, das heißt, wir müssen zurückgehen. Hier weiter kommen wir nämlich nicht. Mhm. Na gut, so. Moment, was ist hier? Komme ich immer noch nicht rein, ne? Letztes Mal schon nicht. Haben wir jetzt hier was Neues? Okay, ein Zufallskampf. Der hat den Vereiner. Achso, den kennen wir, glaube ich, schon, ne? Aber egal, der ist ruckzuck weg. Oh, ja. Wir sehen ja alle nicht sehr gut aus, merke ich gerade. Ihr könnt uns one-hitten. Okay, der bestimmt nicht. Der Mörderhahn. Okay. So. Wald betreten, nicht betreten. Achso, da sind wir doch. Moment, was war denn hier oben? Ich muss erst mal in Erinnerung rufen. Ah, jetzt kommt wieder ein Zufallskampf. Naja, wenigstens gehen sie schnell. Der sieht ja witzig aus. Der denn für ein Schnabel? Süß. Sehr süß.
Ja, sie kommt immer als erstes dran jetzt. Hat wohl die schnellste Beweglichkeit. Aber der hält so ein bisschen mehr aus als der andere. Das war's. Sehr gut. So, was war... Hier haben wir, glaube ich, gestartet, oder? Prärie. Nee, jetzt bin ich ein bisschen unsicher. Prärie oder Wald? Von wo kamen wir? Weißt du das noch? Ich bin ein bisschen... Mir kommt die Prärie, also von dem Screenshot her, schon ein bisschen bekannt vor, aber ich könnte es nicht beschwören. Also vielleicht besser mal kurz reingucken. Gehen wir mal rein. Okay, also anscheinend sind wir hier richtig. Gut. Lavitz, kannst du noch weitergehen? Okay. Ja, jetzt muss man überlegen, was war nochmal... Vorher war der Wald und davor waren wir in diesem Dorf. War da noch irgendwas gewesen? War da eigentlich ein Händler? Ich glaube... Nicht. Aber ich weiß nicht mehr. Ja, ich glaube, es war einer, aber hier werden wir bestimmt auch noch irgendwann einen treffen. Jetzt würde ich bestimmt. Aber erstmal, man kann noch. Also, mir hat jemand gesagt, mit Kreis kann ich schneller laufen, das geht aber gar nicht. Okay. Also, ich drücke Kreis, halt jetzt Kreis fest, nö, da tut sich nichts mit schneller laufen. Keine Ahnung. Nö. Gut, jetzt wollen wir doch mal, das ist mir ein bisschen, Ja, lieber mal heilen, ne? Ja. Ah, ich weiß, wir sollen die Heiltränke nicht so verschwenden. Aber im Moment kann ich ja, ja gut, ich könnte im Kampf blocken und dann... Ich mache jetzt nur mal auf ihn einen Heiltrank. Und das andere lasse ich jetzt mal. Und jetzt werde ich das mal ausprobieren mit dem Blocken. Genau, die beiden können ja blocken und er kann angreifen. Richtig. So, Shana, sie wird jetzt Schutz. Also ich denke mal, er wird das hier meinen. Das andere ist ja nur noch weglaufen und... Genau. Ah ja, es heilt ein bisschen, tatsächlich. Okay, Dart wird angreifen. Ja, ist ein bisschen schwach, die Heilung, also... Aber, naja gut, sie verteidigt sich ja auch, also ich denke, sie wird weniger Schaden kassieren, wenn sie jetzt angegriffen werden würde. So, er auch. Boah, das war besser als nix, ne? Ja, ne? Sonst kriegt man bei Verteidigen nie eine Heilung. Richtig. Blutsaugen. Eklig. Ja, mit so einem Schnabel kann man wohl auch nichts anderes. Oh, es ist doch schon. Na gut, das ist so viel. Na gut, das geht. Ist halt ein Prozentheilung. So, der ist weg. Aber wenn die jetzt nochmal kommen, dann cutte ich die. So. Nochmal heilen bitte. Auch noch mal heilen. Sehr schön. Boah, ne? Ist nicht verkehrt, sagen wir es mal so. Wenn man mal sparen will, gerade bei so etwas leichteren Gegnern. Da geht das auf jeden Fall, ja. Ja. Ach, jetzt hat sie angegriffen. Das habe ich... Na, egal. So. Das war's. Und ab jetzt werden die Kämpfe gecuttet. Zumindest die hier. Okay. Und ein Level Up für Dart. Ist ja sehr das schön. Hat sich gelohnt. So muss das laufen, ne? So, wir müssen jetzt da lang, ne? Ja.
ich weiß nicht. Versuchen wir noch andere. Helena wird wohl immer noch bewacht. Es ist besser, als nachsehen, das zu gehen, wenn sich die Situation ein bisschen beruhigt hat. Okay, also sind wir doch falsch. Oder wie? Okay, scheint so. Alles. Ja, okay, das hatte ich jetzt. Mhm. Jetzt gucken, welche Gegner. Ja, bis gleich, Leute. So, weiter geht's im Text. Jawohl. Dann müssen wir jetzt wieder hier raus. Dann waren wir doch im Wald richtiger. Naja, kleiner Ausflug gemacht. Landschaft ist schön. Was ist jetzt los? Versteckt euch! Mussten wir wohl doch hier lang, oder was? Jetzt verstehe ich jetzt gar nichts mehr. Cool. Tut es weh? Es ist nur ein Kratzer. Sagt es ich, oder? Das sagt doch jetzt Shayna, ne? Ich glaube, Shayna bist du, ne? Aber du musst die Wunde behandeln. Die kann später behandelt werden. Wir müssen erst weg hier. Ich trage Lavitz. Shayna, geh du zuerst. Behandelt mich nicht wie ein Kleinkind. Ich werde mit euch Jungs gehen. Ich kann alleine laufen. Hier kommen sie. Ach, das war dein Text. Ja, das ist immer so blöd. Hier sieht man immer so schlecht, wer das sagt. Ich schreibe es nicht dazu. Da muss man sich ein bisschen auf die Bewegung der Charakter verlassen. Ja. Lasst uns gehen. Meine Güte, die wollen es aber dringend bekommen hier. Ganz eilig. Aber schön gemacht. Also scheint eine optionale Sequenz zu sein. Ne? Also. Naja, ich weiß es nicht, aber... Wenn, dann ist es auf jeden Fall sehr schön, das stimmt. Mhm. Dort sind sie! Frauen zuerst! Dann können wir die Leute in Basil verschonen! Ist das der Flüchtling? Sei nicht töricht. Schau mal dort drüben. Ja, verarscht. Sehr gut. Süß. Das war knapp. Allerdings, Moment, jetzt hier hoch oder da unten runter? Da er da stand, gehe ich erstmal hier gucken. Ja, genau. Oh, ein Pferdchen. Okay. Sieht auch lustig aus irgendwie. Was für eine lächerliche Wunde. Tut es noch weh? Ein bisschen. Ich habe Erste Hilfe gelernt. Ich dachte, das wäre hilfreich. Besonders in diesen... Zeiten. Schana und Lernen, das ist etwas ganz Neues. Herr X könnte ja jeden Moment verwundet zurückkehren. Lasst uns dort drüben in die Hütte gehen. In Ordnung. Nee, dann möchte ich erstmal wissen, was auf dem anderen Screen passiert. Wahrscheinlich dürfen wir da gar nicht hin. Mal schauen. Gucken, was jetzt auch. Ah, nee, den lassen wir jetzt mal, der ist neu. Was ist das? Ein Maulwurf mit einer Piratenkappe oder was? Piratenkappe? Egal. Sieht mir komisch aus. Ich werde jetzt mal. Da hat sich heilen lassen und werde mit Lavitz angreifen. Mhm.
Ach du meine Güte. Boing. Lustig. Okay, Love it. Dann wollen wir erstmal das Kleinvieh fertig machen. Mhm. Ich würde sagen. Sehr gut. So, Shana, dann hau raus das Ding da. Jawohl. Ja. Schmeckt bestimmt gut. Lecker Shana-Blut, ja. So süßlich. Bestimmt nicht schlecht. Und boing. Das kann er aber gut, du. Ja. Okay. So, ja, ich weiß, ich ziehe den Angriff jetzt ein bisschen hinaus, weil ich so viel Heile. Ja, taktisch von Vorteil, muss man halt machen, finde ja. ich. Wenn ständig die Items schmeißen werden, man sieht ja, es ist zwar weniger, aber es bringt definitiv was. Ja, richtig. Zumal sie ja auch deutlich weniger Schaden kassieren. Aber jetzt stirb. Na, endlich. So, jetzt kommt der Große dran. Dart kann angreifen jetzt. Das war ganz schlecht. Jetzt weiß ich auch, jetzt habe ich es auch endlich kapiert, wenn das Rote kommt, muss ich Kreis drücken und nicht Dings. Achso. Das habe ich die ganze Zeit verpeilt irgendwie. Shayna muss ich erstmal heilen. So, Labette, fang du mal hier. Jawohl. Sehr gut. So, jetzt aber raus hier. Da oben erstmal schauen. Ach, okay, hier kommen wir nicht mehr zurück. Okay. Es ist zu breit, um rüber zu springen. Alles klar. Wie du es dir schon dachtest. Mhm. So, aber irgendwie, ich will, dass der schneller läuft. Wir machen alle Tasten durch. Ja. Versuche ich ja schon die ganze Zeit. Rechts, links. Haben wir eine Config vielleicht? Steht da vielleicht die Tastaturbelegung nochmal, oder? Überhaupt nicht. So, das cutten wir jetzt raus. Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Yes, und wir waren siegreich. Natürlich. Wie soll das auch anders sein? Ja, gerade bei den Gegnern. So, dann gehen wir doch mal. Gut, die Hütte ist unser Ziel. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal woanders lang. Genau, so macht man es richtig. So macht man es richtig. Okay, aber. Fast umgefallen. Wartet, wenn wir den zum Fluss tragen können, wir ihn als Brücke benutzen, glaubt ihr nicht auch? Die Klinge wird das nicht schaffen. Okay. Okay, das kommt jetzt mal dasselbe. Das müssen wir wohl unsere Klinge verbessern. Mhm. Na gut. Naja, mal gucken. Ja, aber der ist so schief. Das kommt einem so vor, als könnte man den gerade runterschieben oder so. Naja. Ja. Vielleicht hat er ja einen Schwächeanfall. Das Pferd soll mal dranrennen oder so. Cut, Leute, cut. So, und wieder einen Trank und ein Heiltrank. Wieder einen Trank, wieder einen Kampf gewonnen, wollte ich sagen. So, dann gehen wir mal da rein. Kleine Rast machen. Picknick.
Bitteschön. Danke, es geht schon viel besser. Es scheint, als haben wir diese Dummköpfe aus Helena abgehängt. Dad? Erzähl mir etwas über die... letzten 5 Jahre. Sorry, ich hab zu schnell gedrückt. Schon in Ordnung. Macht nichts. Wir haben dafür jetzt keine Zeit. Ich habe diese Reise gemacht, um Rache zu nehmen. Ich wollte die Person, die mir das Kostbarste geraubt hatte, finden und töten. Ich konnte dir nichts davon erzählen. Deswegen bin ich alleine fortgegangen. Aha, jetzt wissen wir auch ein bisschen mehr. Das schwarze Monster? Ich kenne nur den Namen. Niemand wollte mir etwas darüber erzählen. Sie sagen, ich sei noch zu jung. Dafür. Was ist das schwarze Monster? Wovon redest du? Ich bin an 2 Orten zu Hause. Der eine ist Celis. Dort habe ich meine Zeit mit Shayna verbracht. Und der andere, mein eigentliches Zuhause, ist dort, wo meine Eltern lebten. Vor 18 Jahren hat mich das Monster meiner Heimat beraubt. Neat. Es geschah, als ich 5 Jahre alt war. Neat wurde von dem schwarzen Monster angegriffen. Wir hatten Glück. Nur wir 3 konnten aus dem Dorf entkommen. Aber mein Vater kehrte in das Dorf zurück. Und meine Mutter folgte meinem Vater zurück in das Dorf, um den anderen zu helfen. Dort aber wartete das schwarze Monster. Ich blieb allein zurück. Zitternd wartete ich auf die Morgendämmerung. Die Sonne entblößte eine fremde Landschaft. Es war ein völlig verändertes Neat. Und ich fand das hier. Alles, was ich noch vorfand, war das hier. Es ist ein Andenken. Mein Vater hat es immer bei sich gehabt, getragen. Schon gut, Dad. Ich verstehe schon. Es tut mir leid, Shayna, dass ich es dir nicht erzählt habe. Es ist in Ordnung.
Ich wusste, du würdest es mir eines Tages erzählen. Sag nichts mehr. Du bist also gerade erst von dieser Reise zurückgekehrt, mit der du einen Schlussstrich unter deine Vergangenheit ziehen wolltest? Ich bin noch nicht ganz angekommen. Du hast Need erwähnt. Das hört sich nicht an, als sei es ein Dorf hier in dieser Gegend. Es liegt weiter nördlich von hier. Es wird sich wohl niemand mehr an den Namen erinnern. Lawitz, sag mir, was geht in diesem Land vor? Momentan ist unser Königreich Basil mit dem Sandora-Reich im Krieg. Der Krieg hat sich über ganz Serdio ausgebreitet. Warum wurde der Waffenstillstand gebrochen? Wegen des Drachen. Das legendäre Monster hat die Macht Sandoras gestärkt und damit das Kräftegleichgewicht zerstört. Danach ist Kaiser Dol immer aggressiver geworden. Ein Drache? Nein. Das kann doch gar nicht sein. So etwas kann man in einem Krieg einsetzen? Weißt du etwas darüber? Bevor ich nach Celis kam, stürzte sich ein Drache auf mich. Er besiegte mich und es gab keine Möglichkeit zu entkommen. Ein vorbeiziehender Krieger rettete mich. Nur deswegen bin ich noch am Leben. Der Drache nähert sich schneller als ich dachte. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Du meinst noch mehr Opfer? Ja, es ist Krieg. Wie auch immer, ich muss zurück zur Indelsborg in Bale. Es gibt so viele Dinge, die ich König Albert mitteilen muss. Weißt du was, Dart? Ihr solltet mit mir kommen. Vielleicht weiß Minister Noish etwas über das schwarze Monster. Ich verstehe. Er ist von einem Königsgeschlecht mit langer Geschichte. Vielleicht bekomme ich etwas Neues heraus. Dann ist es also abgemacht. Geh kein Risiko ein, Lawitz. Du bist noch völlig gesund. Noch nicht. Du wärst mal eine gute Ehefrau. Danke. Gehen wir. Ah, das war ja jetzt episch. Oh, das ist mal richtig krass, ja. Ja, das hat jetzt so einiges... Haben wir so einiges erfahren. Jetzt wissen wir auch, wo wir hin sollen. Ja, das Monster. Da. Die armen Eltern, die sind jetzt wohl nicht mehr da, vermute ich mal. So wie ich das jetzt verstanden habe. Unwahrscheinlich, ja. Die Axt ist ganz schön abgegriffen. Ich hole sie. Wir können den Baum auf dem Felsen damit fällen. Ah. Axt aus Hütte erhalten. Das steht ihm gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, wunderbar. Dann gehen wir jetzt mal noch zu dem Baum hin. Und dann... Oh, Moment, da war noch was. Nochmal rein. Irgendwas war da... Hier ist noch was. Weitergehen, Pause machen. Pause machen, vielleicht heilt uns das ja komplett. Garantiert. Das wäre ja nicht verkehrt. So, haben wir jetzt die Axt noch dabei oder nicht? Noch bestimmt, oder? Es wäre jetzt wie, wenn sie verpackt weg wäre jetzt. Weitergehen. Weg ist sie jetzt hier. Die ist bestimmt noch da. Ich hoffe es mal. Also das will ich jetzt doch noch gleich wissen. Bevor wir zum Ende kommen. Lass uns den Baum fällen. Dann fällen wir mal noch den Baum. Wenn wir diesen Baum über den Fluss... Vielleicht funktioniert es ja als Brücke. Es ist einen Versuch wert. Er hat sie noch. Alles klar. Sehr schön. Oh!
Hau rein! Mist! Oh, das war wohl nix. Ja, die Idee war gut, aber... Wir müssen einen anderen Weg finden. Jo. Ja, wir müssen einen anderen Weg finden. Das ist ein gutes Abschlusswort. Ja, Leute, da gibt's erstmal einiges zu verdauen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wie es dann weitergeht, ob wir beim nächsten Mal schon an einen ganz neuen Ort kommen, ob wir diesen Minister nächstes Mal schon erreichen. Ich bezweifle es ja, den wir aufsuchen sollen. Aber was genau nächstes Mal passiert, das erfahren wir dann in einer Woche, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Dragoon. Bis dahin sage ich ciao, macht's gut, macht euch noch einen schönen Tag oder was auch immer. Und ja, dann bis bald. Und die letzten Worte hat natürlich John. Ja, war eine richtig schöne Folge. So ein bisschen mehr die Vergangenheit, die Hintergründe von unserem Dart kennengelernt. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was wir jetzt noch für eine andere Alternative haben. Das mit dem Baum war ja ein Satz mit Inks. War lustig. Ja, ich freue mich schon. Bis denn. Ciao.